So, Hirschgauspitze in 20 Minuten. Ja, erstaunlich kleine Tritte zum Teil. Die Seilrolle kommt. Hui! Hoffentlich hui! Hallo und Grüße von der Schlosser im Bergstation Kleine Scharte bzw. ein bisschen unterhalb. Wir stehen da auf einem entscheidenden Weg, weil es wo steht, Hirschinger bzw. Hirschgauspitze. In 20 Minuten, das ist der Wanderweg. Ja, also für mich geht es auf den Klettersteig Hirschinger, für den Bella geht es auf dem normalen Wanderweg auf die Hirschgauspitze und oben treffen wir uns wieder und absteigen dann wir dann gemeinsam. Ja, und ich nehme mich auch mit und wenn der Bella tatsächlich zusammenbringt mit seinem Handy was zum Filmen, dann blende ich die Bella-Perspektive ein. Ich muss das mal probieren. Ja, da geht er, der Bella. Ja, und das da ist ein sehr luftiger Anstieg über den Klettersteig. Klettersteig Hirschinger, nur bitte. Sehr gut. Ja, am Hirschinger ist ebenfalls ein Klettersteig, der BC bzw. C ist und der ein paar Varianten hat. Ja, wenn ich meine Erfahrungen von der Mausgauspitze auf diese BC-Begleitung anwende, kann ich nur sagen, da ist es relativ sportlich. So, Hirschinger. Ja, also Einstieg Hirschinger Klettersteig, nicht verwirren lassen. Die eine Variante da rechts hinauf ist die DE-Variante. Die Variante hinter mir gemütlich weg ist die A-Variante. Man wird sie nicht verwechseln, wenn man den Einstieg sieht, aber nur zur Sicherheit. Und ich glaube, wir lassen es heute beim gemütlichen Teil. Von daher, ja, einmal die A-Stelle. So, los geht's mit dem B-Teil. Ja, schönen Blick ins Castagnatal hat man. Nicht schlecht. Und der Schurflicker ist auch ganz knapp in Wolken. Geht sich für jeden Berggipfel ganz knapp aus, egal wie hoch er ist. Mit den Trittbügeln ist es gar nicht so schwierig. Und da oben drüber kommt man über den DE-Einstieg. Na gut, aufklettern. Und ein schöner Tritt. Ja, eine bequeme Umhängestelle. Den könnte man umgehen, ne? So, jetzt in die andere Richtung. Geht doch! Und noch einmal ein Seil zum drübersteigen. Da ist ein Tritt und da ist ein Tritt. Ja, sobald man mal was sieht, ist ja ganz gut. Also jetzt kurz Gehgelände. Ja, kurze Zeit Gehgelände. Aber gleich nicht mehr. Und dann dauert es noch einmal. Wiederum ist der linke Teil der wesentlich leichtere. Und auch derjenige, den ich nehmen werde. Wiederum
leichter. Ja, erstaunlich kleine Tritte zum Teil für einen Bicicletersteig. Jetzt schauen wir uns mal den Flying Fox da an. Die Seilrolle kommt. Ja, sehr gut. Schauen wir mal, ob das auch hält. Ja, sehr gut. Halt tatsächlich. Da brauchen wir für zusätzliche Reibung. Hui! Hoffentlich hui! Hui! Sehr gut! Funktioniert! Na, bin ich dran! Also, Flying Fox ist schon sehr lustig. Definitiv. Das hängen wir jetzt da wieder dran. Dann hänge ich mich da einmal aus. Zweiter Arm auch eingehängt. Sehr gut. Was soll das funktionieren eigentlich? Leider leer. Na, wir haben Appell an alle Leute, die sowas benutzen. Bitte, bitte, bitte. Warum? Muss es da leer sein? Freut euch an dieser Infrastruktur und lasst es in Frieden. Ja, es ist auf der anderen Seite leichter. Einsteigen, umsteigen, aussteigen. Der Fellow spioniert. Ja, ich hab dich im Bild. Wollen wir es nicht mit der Technik machen, machen wir es mit der Kraft. Aus! Ja, grüß euch. Hallo. Schön war's. So da. Ja, lieber Bella, wie ist denn der Aufstieg auf den Hirschinger oder auf die Hirschkarspitze? Weil das darf ich ja nicht sagen, nur beim Klettersteig. Ist kein Problem. Gell, kein Problem. War zwar seilversichert, aber völlig unproblematisch. Das ist von der schon. Bergstation, ein Spaziergang von 10 Minuten vielleicht, gell? Der Anstieg auf die Hirschkarspitze wird mit einem durchaus schönen Panorama belohnt. Einerseits da drüben auf die Mausgarspitze. Da gibt es ein extra Video. Ja, und dann die ganze Kasteiner Berg wird leider ein bisschen in Wolken. Silberpfennig, dahinter war es schon, sieht man leider nicht. Ganz Kadelspitze im Hintergrund, wenn es weiß. Graukogel, dann Hölderspitze in Wolken drinnen, wäre auch ein Kogel. Genau hinter dem Gipfelkreuz auch in Wolken, war der ganz kein Kogel. Auch wieder in Wolken, Schurflicker. Und dann kann man es hochkönig massiv erahnen. Im Vordergrund im Schotten genau dort, wo dann die Sonne anfängt, das ist der Guckinger. Da war der Hundskopf oben und da drüben ist der Kramkogel. Alt werden wir da nicht, gell, wenn wir uns einen Abstieg wagen wieder. Ja. Naja,
Also die paar Höhenmeter jetzt vom Hirschinger runter zur Seilbahnstation, die werden die hoffentlich auch mit dem Knie nicht mehr so fordern wie der Abstieg von der Mauskalspitze. Schau, da halten sie uns die Sonne vor die Nase, aber bei uns ist nichts. Schau, sogar noch eine seilversicherte Passage für die ganz Ängstlichen. Man muss sagen, es ist schon sehr luxuriös versichert, gell? Da soll ja jeder aufgehen können. Schaut mal, ist doch schön, oder? Der Flying Fox von der anderen Seite. Und da unten ist der Einstiegszacken. Sehr zackig. Einen Abstieg auf den Hirschinger oder auf die Hirschgauspitze braucht niemand fürchten, der sich Berge irgendwie nur vorstellen kann. Schau, auf der einen Seite vom Winde gezaust die Fichte und die Lärche. Und auf der anderen Seite in der Sonne die Zierden. Die wissen schon, warum sie sich da hinsetzen. Ja, das da drüben können wir doch, oder? Da sind wir vorhin abgestiegen. Das darf halt können wir auch. Also wir sind wieder herunten vom Hirschinger bzw. von der Hirschkau-Spitze, weil sonst schimpft mir die Mama nämlich wieder, weil ich nicht Hirschkau-Spitze sage. Der Klettersteig ist für einen PC-Klettersteig nicht ganz so knackig wie der auf der Mauskau-Spitze, das kann man schon so sagen. Der Flying Fox ist wirklich lustig und angeguckt ist er wunderschön. Ja, und damit würde ich sagen, hat auch diese Tour ein Ende und ich bin einfach flott dabei. Und ich bin Bello. Ja, und vielleicht sieht man es einmal auf einer anderen Tour. Und für mich der Klettersteig auf dem Hirschinger. Ja, ja, das steht tatsächlich Hirschinger, gell? Klettersteig Hirschinger. Ja, also, nicht korrigieren, was nicht falsch ist. Gell, kein Problem. Wenn du jetzt noch im Bild da warst, dann hat die Aufnahme gerade was bringen.